Thank you.
Was willst du schon wieder hier? Und wozu die Unterstützung? Glaubst du etwa, dass ich mich eher überzeugen lasse, wenn du mit deinem Trupp Helfer im Schlepptau anrückst? Sie sind nicht hier, um dich zu überzeugen. Aber Helfer, das sind sie in der Tat. Sie haben uns aus Warthrys falschem Traum erweckt. Du hast doch bestimmt von der Kriegerin der Dunkelheit gehört. Kriegerin der Dunkelheit, sagst du? Wir können uns nicht ewig darauf verlassen, dass sie und ihre Freunde uns mit ihrem Mut und ihrer Güte zur Seite stehen. Die Zeiten, dass wir uns von jemandes Gunst abhängig machen, sind vorbei. Sie werden für immer unsere Freunde sein. Aber in Zukunft müssen wir lernen, ohne Retter auszukommen. Chainus. Du bist ja wirklich hartnäckig. Ich habe meine ganze Karriere dem Wohl des Landes und des Volkes gewidmet. Ich habe den alten Herrn beraten und seine Entschlüsse umgesetzt, so gut ich konnte. Und ich war stolz auf meine Arbeit als Staatsbeamter. Doch mit dem Paradies, das sein Sohn versprach und nach dem sich die Bürger so sehnten, damit konnte ich mich nicht anfreunden. Also kehrte ich Julmor den Rücken und habe es nie bereut. Und jetzt, sagst du, wollen ausgerechnet die Adligen, die in diesem Paradies nichts anderes getan haben, als sich die Bäuche vollzuschlagen, ein neues Land errichten? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Aber eins weiß ich. Ich möchte ein Land errichten, über das seine Bewohner Lieder des Lobes dichten. Es war doch hauptsächlich die Angst vor den Sündenvertilgern, die uns nach Julmor trieb. Nur dort war es sicher und es gab genug zu essen. Die einfachen Leute mussten Frondienste leisten und Tag ein, Tag aus damit rechnen, hochkant wieder herausgeworfen zu werden. Wer nicht gebraucht wurde, führte im Schatten der Stadt ein Leben in Abhängigkeit und Armut. Unter den Freien gab es nicht wenige, die die Ungerechtigkeiten nur ertrugen, weil sie ihr Gewissen mit Wein und sinnfreiem Vergnügen betäubten. Wenn ich Regent über das neue Land wäre, würde ich die Güter so verteilen, dass jeder eine Chance erhält, sich eine Lebensgrundlage aufzubauen. Jeder soll für sich selbst sorgen können. Egal ob arm oder reich, Arbeiterin oder Freie, jeder soll stolz auf seinen Beitrag sein, den er für sich und andere leistet. Wir werden den Schiffsbau wiederbeleben, den Ackerbau und die Viehzucht. Wir werden den umliegenden Siedlungen unsere Hand entgegenstrecken und Handel betreiben, der für alle zum Vorteil ist. Ich bin kein Herrscher und auch kein Politiker. Ich bin Ingenieur. Ich träume von einem Land, das so reibungslos funktioniert und so produktiv ist wie der allerbeste Talos, der je die Daedalus-Steinhauerei verlassen hat. Ich kann dafür sorgen, dass in unserem neuen Zuhause jedes Zahnrad sitzt, jede Mutter festgezogen und jedes Gewinde gut geölt ist. Aber wir brauchen deine Erfahrung in Staatsdingen. Bitte, Vrenden,
Hilf den Bürgern von Yulmor dabei, diesen Traum wahr werden zu lassen. Ein Land, auf das seine Bewohner Loblieder dichten. Das wäre doch zur Abwechslung mal was. Du hast Leidenschaft für deine Pläne, Chainus. Aber du wirst mir beweisen müssen, dass du wirklich das Zeug zum Regenten hast. Was? Was soll ich denn tun? Nur ein klitzekleiner Test. Ich will sicher gehen, dass du mehr drauf hast, als bloß schöne Reden zu schwingen. Denn von solchen Regenten hat die Welt schon genug.